Mit einem Festakt in der Münchner Residenz wurde das Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes um 10 Traditionen erweitert. Kultusminister Dr. Ludwig Spänle ehrte Bräuche, Feste und Handwerk mit einer Festrede und verlieh den Initiatoren die Urkunde über die Eintragung. Das Besondere ist, dass wir gelebte Tradition haben. Das ist nichts Verstaubtes, nichts Rückwärtsgewandtes, sondern das sind Brauchtum, Kultur, die Menschen pflegen im Ehrenamt. Das ist das, was Bayern im Innersten zusammenhält. Zu Bayerns immateriellem Kulturerbe zählen nun unter anderem auch das Senfelder und Gochsheimer Friedensfest, die Zwiefacher, der Georgiritt mit historischem Schwerttanz aus Traunstein sowie das Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald. Weiterhin wurden zwei Initiativen, die sich um den Erhalt des immateriellen Kulturerbes besonders verdient gemacht haben, in das neu geschaffene Bayerische Register guter Praxisbeispiele der Erhaltung des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Erforschung und Dokumentation von Flur- und Hausnamen in Bayern und die Bewahrung der traditionellen Spezialitätenvielfalt in Oberfranken. Mit der Eintragung in das Landesverzeichnis sollen die einzigartigen und vielfältigen Traditionen dokumentiert und im Bewusstsein der Menschen gehalten werden. Kultusminister Spänle betonte die identitätsstiftende Bedeutung von Traditionen und den Einfluss auf das Bewusstsein und das Alltagsleben der Menschen. Im bundesweiten Vergleich nimmt Bayern beim Erhalt seines immateriellen Kulturerbes eine Spitzenposition ein. Man kann es sehen, im Unterschied zu anderen Ländern, wenn wir auf Bundesebene Anmeldungen haben, dann dürfen Länder bis zu 4 tätigen. Bayern hat die Kontingente anderer Länder aufgeschöpft, 21 Bewerbungen auf Bundesebene, das ist das Besondere. Selbstbewusstsein in Bayern.